Hey, Seth. Ja, das war ein Seth, okay. Irgendwo muss doch irgendwas sein. Hallo? Aber, also seid mal ehrlich, so Seiden, den braucht man halt jetzt eigentlich echt nicht, oder? Sorry. Ich sehe hier irgendwie sowieso schon schlecht und dann, wenn es die ganze Zeit noch neblig ist und regnet. Oh. Nein. Das war's, nein. Da muss doch irgendwo muss es doch zu diesem Schrein gehen. Kann doch nicht sein. Also ich weiß noch, wir waren letztes Mal in ein paar Höhlen. So muss man. Aber ich glaube, in den Höhlen. Ja, kommen wir auch nicht hin, in dem Fall. Ich hätte gar nichts mehr fallen lassen. Kannst du das lassen? Oh Gott, also langsam wird das echt hier ein Gewusel. Was das hier für eine Stelle, die sieht auch so irgendwie so besonders aus. Ah, da ist die Steintafelrunde. Kracht, ich erinnere mich. Ja, die Ausdauerlinge snacken. Die brauche ich. Gesundheit, danke. Double Gesundheit, thank you. One more for good luck, thank you. I could need good luck, really. Back on the 13th, thanks though. Okay. I have to write that in my calendar. Is that the right term? I'm sorry. My English is not the best today. Wer haut mich? Du. Da. Oh, guck mal, ist deine Höhle. Aber da waren wir schon drin. Da gucken wir noch mal rein. Schleichweg im Zurana Hochland.
Ob wir da. Ah, das ist eine Ramdas-Schatzhöhle. Haben wir jetzt hier schon den Schatz? Das ist jetzt eine gute Frage. Das weiß vermutlich kein Mensch mehr. Ah! Autsch. Ich dachte, er zeigt den Kern. Tja. Erstmal mit Masterschwert wieder Steine hauen. Zora-Bogen. Den habe ich auch noch nicht fotografiert. Hier ist aufgeschnitten. Dann vermute ich mal, hier sind wir damals hergekommen. Vermute ich. Okay, hier würden wir so ungefähr auch in die Richtung gehen. Vom Schrein. Ah, zurück, zurück. Mal was essen. Ihr dürft ruhig draufhauen, ihr müsst mir nicht zugucken. Nichts dagegen. Noch eine. Ja, dann lassen wir den fallen. Können wir ihn fotografieren. Inklusive Seidens Füßen. Ist auch eine größere Höhle hier. Weißt du? Okay, ich dachte, da steht eine. Bin gerade echt erschrocken. Eine Statue. Oh, die hat sich aber auch keine schöne Stelle ausgesucht, um zu schwimmen. Der arme Fisch. Hier haben wir mal das Wasser abgelassen. Was machst du denn? Wir essen auf jeden Fall jetzt was. Also da würde es in die Schreinrichtung gehen, aber hier geht es nicht weiter. Okay. Sind wir denn damals reingekommen?
Was ist das hier? Kann ich ein Tor aufmachen? Ah, vielleicht ist da das Wasser abgelaufen. Okay, hier war mal Ramdas Schatz. Den haben wir dann schon. Okay. Aber wie kommen wir jetzt zu einem Schrein? Ich werde echt wahnsinnig hier. Also das Zora-Gebiet ist so gar nicht mein Favorit. So überhaupt gar nicht. Auch ab einer gewissen Größe der Höhlen habe ich echt Probleme, mich zurechtzufinden. Aber ich finde, es würde schon Sinn machen, wenn der Schrein hier auch irgendwo wäre. Das Kiste. Zora Schwert. Ich kann mich auch erinnern, letztes Mal gab es, glaube ich, eine Höhle und da drüber noch eine Höhle. Leckt meine Kamera wieder ein bisschen. Ich glaube, es leckt wieder ein bisschen. Ja, nö. Nö. Runter mit dir. So nicht. Guck mal, wie viele da sitzen. Die ist auch irgendwie so verschlungen. Die Höhle. Da ist da noch einer. Oh Gott. Oh Gott, ja, die nehmen wir nicht. Die heben wir vermutlich auf und werden sie niemals benutzen. Niemals. Sind die jetzt wieder oben? Ich dachte, der ist runtergefallen. Ah ja, ist mir auch recht. Das ist mir auch ganz recht. Eigentlich ist das Beste, wenn sie so ertrinken. Weil dann brauchst du gar keine Waffen an denen abnutzen. Ist doch auch schön. Weg, noch ein Haufen. Wer weiß, wie lange dieses Fleisch hier schon rumliegt. Gut, dann nicht. So. Also vom Gefühl her waren wir überall in der Höhle.
Und den Schrein haben wir doch nicht gefunden. Wieso hat sie hier so viele Viecher? You ready to fight Gandalf? No. Are you? No, I don't think so. I mean, I have so much space here. And I'm missing 9 hearts. So... never ready. Maybe never ready. Oh, du wieder. Wär ich wieder. Die Sache erschien mir von Anfang an suspekt. Und dann stellt sich raus, dass sie lediglich unbekleidet... Ach, die Unterhosentypen, okay. Mit unbekleidet verwechselten Sachen gibt's. Ich sollte es nicht auslachen, aber das ist einfach zu komisch. Danke jedenfalls, dass du dieses Missverständnis aufgeklärt hast, bevor ich auch noch die Hüllen hab fallen lassen. Bitte. Okay, also wir wären hier auf der richtigen Höhe. Das heißt, überall hier rum wären wir auf der richtigen Höhe. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Bitte, der ist doch irgendwo in der Höhle und ich habe einen Weg übersehen. Ich meine, wie weit weg kann so der Weg zum Schrein sein? Nicht das noch. Ja, cool, ich habe keine Waffe. Doch, die... Ah. Und die. Und die, wir nehmen die. Ah, Schild. Wo ist mein Schild? Das ist kaputt gegangen. Und was denn noch? Bogen. Der kriegt langsam richtig Durchschlagskraft mit meinen Herzchen. Einfach schon bei 60, der Bogen. I've already fought him. He was a good fight. He was? I just finished the Sora boss. That was absolutely not a good fight. Mit Uwe Akalasee, war ich da schon? Ich glaube, ja. Sind viel zu weit weg. Mal, wo wir sind. Und hier hin. Hier. Wie komme ich zu diesem Tempel? Kann doch nicht so schwer sein. Also ich suche jetzt nochmal hier ein bisschen die Wand ab. Und wenn ich da nichts finde, dann gehen wir in den Untergrund. Cool. Coole Alternative. Nein, ich brauche nicht hoch. Pass auf, wir fangen hier ungefähr an. Weil das müsste ja jetzt die richtige Höhe sein. Irgendwie wünschte ich, da wäre einfach nur ein Loch im Boden.
Und ich könnte dann so drauf fallen auf den Schrein. Aber nein. Da war ich ja schon. Ja, da war ich ja schon. Hab nichts gefunden. Gut. Das Ding ist halt wieder, wenn ich das jetzt suche, ja? Wenn ich jetzt wissen will, wie ich da hinkomme. Nach was suche ich dann? So, einfach mal das Gras hauen aus Frust. Sind hier schon wieder zu hoch anscheinend. Okay. Vielleicht braucht man da alle 12 Tafeln. Und dann tut sich auf magische Weise ein Eingang auf. Vermutlich nicht. Tja. Nee. Da. Da ist aber wieder die... der Schleichweg, oder? Ja, ich glaube, da bin ich vorhin auch rein. Ja, es geht nicht. Ich komme nicht weiter hier. Ich komme nicht weiter. Darf ich nochmal ganz kurz durch. Falls ihr was seht, dürft ihr ruhig Bescheid geben. Aber ich hab keine große Hoffnung mehr hier. Ehrlich gesagt. Oben waren wir, da war nichts. Surface Shrine. Where? Nee. Wieso bin ich da gerade gerutscht? Ich habe doch die Anti-Rutschrüstung an. I remember the shark being a bit tenacious with hiding in the goop. That wasn't my problem at all. The goop itself was my problem. Yep. I did have a good supply of fire hydrant. Ah, so that balanced out. Ah, yeah, okay. I didn't think of that, actually. I really didn't. Nils, vielen Dank für deinen Sub. Schon 12 Monate. Unglaublich. Unglaublich. Ich wollte gerade sagen, das ist die Gipfelhöhle.
Wir waren gerade immer auf dem Schleichweg, oder? Vielleicht müssen wir zur Gipfelhöhle. Was suchen wir noch? Herzlich willkommen im Stream, Nils. Wie geht's dir? Bist du noch im Urlaub oder schon zurück? Na guck, das ist nämlich was anderes. Weil hier sind die ganzen Sachen noch drin. Bin wieder im Land, schön. Und wie war es noch? Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen erholen. Vielleicht wartet ihr, bis ich oben bin, bevor ihr hupt. Wer ist tiefer? Jetzt ist der Schrein tiefer. Wem rufst du denn? Da kommt gar keine. Komm, wir nehmen mal das Opal. Nee, wir nehmen nicht das Opalschwert. Das können wir vielleicht noch auseinandernehmen. Habt ihr das jetzt erledigt? Ja, okay, ist mir auch recht. Gang beschützt mich hier. Okay, aber die Gipfelhöhle bringt mir jetzt auch gar nichts. Nee, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Komm nicht ran. Tiefe. Sag mir doch einfach, wo es lang geht. Solche Angaben. Ja, Tiefe. Ja, wo? So. Die Wasserfrüchte kaputt gemacht. Noch Tiefe. Denken da immer runter. Es gibt keine Tiefe. Ich bin total kaputt vom Rückflug. War nervenzehrend. Wir hatten Standby-Sitze und der Flieger war voll. Zum Glück. Einige nicht aufgetaucht. Was sind denn Standby-Sitze? Was ist denn das? Ich fand Fliegen eigentlich immer cool. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen, aber als Kind bin ich öfters mal geflogen. Eigentlich fand ich das immer cool. Das sieht auch irgendwie seltsam aus. Geheime Zora-Höhle irgendwo vielleicht. Aha, geheime Zora-Höhle. Hehe. Höhle unter dem Zoraner Hochland. Okay, wir haben den Schleichweg im Zoraner Hochland. Wir haben
Die Gipfelhöhle im Zurana Hochland. Und jetzt noch diese hier. Ich sehe den gar nicht. Wo ist der denn da? Das ist eine Zurana-Lanze. Brauchen wir Zurana-Lanze. Aber was lassen wir da? Da jetzt nichts dran bauen. Team Aerith, what? Yeah, what are we talking about? One moment, please. I'm also Team Aerith. Okay, Moment, ich lese kurz den Chat nach. Ja, was sind es denn Beisitze? Ja, war echt schön. Und ich war sogar beim Popeye Village. Da wurde Popeye gedreht. Was? Gibt es einen Realfilm von Popeye? Popeye ist doch ein Cartoon. Standbys für Mitarbeiter. Vergünstigte Sitze. Meine Schwester ist Stewardess. Ah, das ist ja cool. Das ist ja praktisch. Und da hat man aber halt keine festen Plätze, nur wenn Platz ist. Okay, Team Renoir. Okay, so will es ganz raus. I kept hearing Tifa's name. What? Who said Tifa's name? It's not that I dislike Tifa, really not. I do in fact like both girls, but Cloud and Aerith have the better dynamic. Nee. Komm her, Corone. Nicht du. Denn immer den, den ich brauche, der fehlt. Wo ist er? You know wo. Der. Okay, nichts. Nichts, aber vielleicht kann ich, vielleicht ist es gedacht, dass ich so hoch gehe, vermutlich. Hätte ich ja auch einfach klettern können. Okay, Nils, erklär mir das nochmal mit den Standby-Sitzen. Das heißt, was wäre jetzt gewesen, wenn es keine Sitze gegeben hätte? Dann wäre die einfach für immer auf Malta geblieben? Oder wie? Und das heißt, du warst mit deiner Schwester dann auf Malta? Wie war denn, wie ist denn da das Wetter so im November? Ist da immer noch ein bisschen warm? Kuckuck. Ja. Ja, doch, komm her. Nicht du. Okay, kein Tempel. Sorry. Also, da konnte ich jetzt nichts dafür. Du bist ja ins Schwert reingehüpft hier gerade. Da konnte ich jetzt wirklich nichts dafür. Nicht, dass ich dich nicht sowieso irgendwie geholt hätte, aber da trifft mich, finde ich, jetzt keine Schuld. Okay, da geht's nicht hoch. Weil der Eingang blockiert ist. Ich kletter lieber, bevor ich jetzt hier 50 Bomben verbrauche.
Wenn nichts frei gewesen wäre, wäre man nicht mitgekommen und hätte umbuchen müssen. Echt? Oha. Das finde ich schon hart. Na, jetzt so ralanzi. Hier geht es nicht lang, okay. Aber ja, wäre das dann so lange weitergegangen, bis es halt Sitze gegeben hätte. Und wenn das niemals der Fall gewesen wäre, wärt ihr für immer in Malta geblieben. Oder wie? Sackgasse. Ja, also ich bin froh, dass wir das Majoi gefunden haben. Aber es ist eine Sackgasse. Wo sind wir denn? Wir sind auch ein bisschen weit weg von da, wo ich eigentlich hin möchte. Hier. Ehrlich gesagt. Hat wohl wieder nichts gebracht. Ja. Leider wieder nichts, wie es aussieht. Das ist halt blöd. Es ist halt blöd. Muss dahin. Weiß nicht wie. Denke nicht, dass man von unten irgendwie nach oben kommt. Ich glaube, ich muss das nachgucken. Es tut mir echt leid, aber ich finde diesen Weg einfach nicht. Ich finde ihn nicht. Keine Chance. Ich frage mich, ob das der letzte Tempel ist. Der letzte Schrein. Sieht ja eigentlich doch schon gut aus hier, würde ich sagen. Ja, dann Untergrund oder wie oder was? Da müsste dann dafür hier. Und hier ein Schrein sein. Mal gucken, ob wir da rankommen. Ja, das lassen wir mal. Vielleicht tauschen wir den aus. Aber zu was? Stern? Weiß nicht. Das weiß ich nicht mehr, was da war. Ja, genau. Beziehungsweise halt eventuell via München oder Zürich mit Umstieg. Ach so, okay. Ja, ich war mit meiner Schwester und da waren so knapp 22 Grad vor Ort. Okay, zu wenig zum Baden, aber noch angenehm eigentlich. Das ist doch schön. Warte mal, ich trinke. Ich trinke. Ich lasse die Flasche umfallen. Okay, seid ihr bereit für den Untergrund? Ich bin es nicht. Ich habe gar keine Lust. Gar keine Lust. I don't wanna go down, Seth. I really don't. Gucken, ob wir da überhaupt hinkommen. Also erst pink. Erst pink, dann grün. Er hatte so viel Schmodder. Da. Oh, das sieht gut aus. Oh, guck, guck, da. Da rennen sie schon. Ja, da ist er schon. Ich sehe es schon von hier aus. Und was ist da? Was zur Hölle blinkt da? Will ich es überhaupt wissen?
keine Lust. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen, aber ich werde es nochmal machen. Mit Hydranten. Uiuiui, Wurzeln. I understand, I still have mixed feelings about it. Yeah. I don't like it. I don't like it at all. No mixed feelings here. Tada! Ja. Wir machen den gleich. Dann ist sie erledigt. Ich glaube, es gibt sowieso nur einen Sonar-Energiekern, oder? Aber einmal nehmen wir ihn mit dem Untergrund. Einmal zurück. Ach so, jetzt kommt man wieder. Jetzt kommt man wieder. Guck mal, was ich gefunden habe, Gideon. Den gleichen Rotz nochmal hier. Okay, Hydranten. Und wie verteile ich die jetzt? Am ungeschicktesten. Und wenn ich einen anmache, gehen dann alle an? Oh nein. Okay, er geht nicht aus dem Feld raus, wie es aussieht. Wir besuchen mal. Aha, okay. Das ist schon mal sehr schön. Dass er da drin bleibt, finde ich gut. Schaut zwar weiter zu, aber geh schlafen, Nachti. Hä? Schließt sich das nicht irgendwie aus? Oh, shit, jetzt kommt ihr raus. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Nils. Okay, nee, es gehen leider nur die an, die ich auch berühre. Okay, aber das reicht nicht so weit. Okay. Hydrantenarmee! Der ist umgefallen, das ist schon mal nicht so gut. Ah! Wieso fällst du um? Okay. Na. Hätte ich noch mal drauf zielen müssen. Mit der Wasserfrucht. Geht es nicht? Geht es nur mit Silence, die? Jetzt? Oh mein Gott, ich brauche was Besseres. Bessere Waffe. Schlagt alle drauf! Jawohl! Keep team! Der war schön, da hat jeder mal draufgehauen. Das fand ich toll. Na. Sehr schön, dass mich das beschützt, aber dann ist halt ein Angriff weg.
es halt nicht so lange dauern würde. Alle drauf, alle drauf. Ist irgendwie einfacher als im Wassertempel. Wasserschwert. Kaputt. Nimm den. Ja, schön. Gib ihm Seil und gib ihm. Spieß ihn auf. Falsche Richtung. Cheat. Cheat. Na, nicht da. Nicht du. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Los, los. Auf ihn. So, jetzt wird's matschig. Hast du ja schon einmal geschafft. Yeah, round 2 fight, yeah. But I hate him. Yeah. Wo sind meine Hydranten? Bis zu meinen Hydranten. Vorher hat das irgendwie geklappt mit Springen. War das Zufall. Ich muss gerade sagen, das hat doch getroffen. Hallo? Das ist halt schon nervig. Wie soll ich da an den rankommen? Den kleinen Schmutzfinken hier. Hab dich. Auf ihn, auf ihn! Feste drauf, Bonobo, mach! Jawohl! Und Tolin schießt noch hinterher. Daneben. Ich wollte doch nur meine Hydranten einschalten. Hab ich getroffen, ja. Wo ist er? Ist. Oh, wir sind so rum. Der springt nur von Schlammpfütze zu Schlammpfütze, wie es aussieht. Aber daneben ist halt auch vorbei. Das jetzt? Waffe kaputt, also geht der Strahl auch nicht weiter. Kekemeister, yeah.
Michi nicht mehr. Komm, das hat doch getroffen. Also bitte. Ich hätte gesagt, dass das war getroffen. Komm ich nicht so weit. Eww. Bleib stehen! Och Gott, ich habe mir alle Waffen kaputt. Och, das war mit Glück. Aber ja. Fand ich nicht so ätzend wie im Wassertempel. Tatsächlich. Oktoberballons, okay. Ah, der lässt gar keine Waffe fallen, stimmt. Stimmt, die anderen lassen ja Waffenteile fallen. Hat der jetzt gar nicht fallen lassen. Das ist ja schade, hier liegen alle meine Pfeile. Die nicht getroffen haben. Tschu. Wohin gehen ist doch normalerweise nicht schlecht. What? Moment, ich muss gerade kurz wieder den Chat aufholen. Ah, Energiekristall. So, morgen muss ich mit der Klasse wohin? Okay, wohin? Wohin geht's denn? Ja schon, aber das ist 1 Stunde und 30 Minuten entfernt und wir müssen um 7:30 Uhr am Bahnhof sein. Ist das früh? Ich weiß noch, dass ich immer um 7 Uhr kam bei uns immer der Bus. Das war so ätzend. Musst du schon um 6 aufstehen. Victory! Yeah! Victory! I did it. All by myself. Okay, not all by myself. I had a lot of friends. Was habe ich denn für einen Bogen? Achso, das ist der Miasma-Bogen. Den will ich doch gar nicht drin haben. Gut, dann gehen wir jetzt zum grünen Punkt. Vielleicht ist der ja auch so schön unkompliziert. Das finde ich toll. Kriegen wir denn einen Preis, wenn wir die gesamte Unterwelt erkundet haben? Ich hätte gerne einen Preis, ehrlich gesagt. Wir könnten auch mal normale Klamotten anziehen. Wieso kämpfen wir in dem? Kann mir das wer sagen? Ich glaube, das hier wäre... Ja gut, hat nicht so viel Verteidigung. Aber besser fürs Miasma jetzt erstmal. Für den Geschichtsunterricht, nein. Konzentrationslager, ah, okay. Wo ist es da? Oh, eigentlich habe ich auf dich jetzt keine Lust gerade, muss ich ehrlich sagen.
Mal gucken, ob er ihm nicht hinterhergeht und so einen Bodycheck macht. Schneller, Link, wieso hausen du so langsam heute? Okay, er macht es mir leicht gerade. Er macht es mir leicht. Ich war nicht weit genug hochgeschleudert. Meine Waffen gehen echt zur Neige. Das ist die Frostgeier-Waffe und die ist schlecht. Die ist so schlecht, tatsächlich. Das ist eigentlich schon fast lächerlich. Wo war denn jetzt die gute? Die mit 100 irgendwas? Das war doch die. Achso, die ist nur so gut, wenn es nass ist. So war das, glaube ich. Ja, genau das. Genau das. Das wollen wir ja nicht. Relaxo, Bodycheck. Könntest du das auf die Steine machen, dann wären die schon kaputt. Genau, jawohl. Ah, wobei, es hat nicht ganz getroffen, glaube ich. Yeah. Hau den, hau den. Okay, jetzt reicht es aber auch wieder. Unterlippe zittern. Doch, hat getroffen. Okay, sehr gut. Komm, komm, Link, schnell. Das schaffst du noch. Oh ja, voll. Schön. Erstmal das ganze Sonanium wieder sammeln. Dann können wir ja schon wieder gucken wegen neuer Batterie. Wo ist das jetzt hin, das ganze Sonanium? Das war doch wohl nicht alles. Okay. Okay. Für den Geschichtsunterricht. Okay, das habe ich gelesen. Ja. War ich nie. Hätte mich mal interessiert. Tatsächlich. Und ich meine, Gideon ist doch besser als Schule, oder? Also als Frontalunterricht. Findest du nicht? Ich mag es nicht, wenn es dunkel wird. Ich konnte ja als Kind nicht schlafen, wenn es ganz dunkel war. Ich hatte Angst. Ich habe gestern Beine trainiert und jetzt tut alles weh. Nee, hab nicht Wurzel. Hast du? Naja, passiert. Aber kann nur besser werden. Denk an die 3 Kilo Muskelmasse. Was ist denn das da noch, bitte?